Soll Maria angebetet und verehrt werden, wie es in der katholischen Kirche geschieht? Ist die sogenannte Marienverehrung biblisch? Definitiv nicht. Die sogenannte Marienverehrung stützt sich weitestgehend auf Lukas 1, Vers 48. Dort macht Maria eine Aussage über sich selbst, indem sie sagt, von nun an werden mich glückselig preisen alle Generationen oder Geschlechter. Fordert sie uns auf, sie anzubeten? Nein! Was bedeutet dieser Satz? Dieser Satz ist eingebunden in einem Gebet, das sie selbst spricht, und zwar ein Anbetungsgebet, ein Lobgebet. Sie betet Gott an, sie lobt Gott, weil sie natürlich weiß, dass allein Gott Anbetung gebührt, wie es auch mehrfach in der Bibel dokumentiert ist. Und sie betet Gott an für das Große, das er getan hat und tut, nämlich, dass Gott Mensch wird, um uns zu retten. Und sie betont gleichzeitig in diesem Gebet ihre Niedrigkeit und dass sie Gnade gefunden hat, ein Teil zu sein in dieser Heilsgeschichte, nämlich als Gebärende. Und dann trifft sie diese Aussage, die letztlich ein Zitat ist aus 1. Mose 30, Vers 13. Dort wird in der Septuaginta das gleiche Wort benutzt. Glückselig preisen. Das bedeutet überglücklich beglückwünschen, sich voller Freude hervorheben, was da geschieht, voller Freude, sie zu beglückwünschen für das, was Gott tut, nämlich, dass Gott Mensch wird und dass sie ein Teil davon sein darf. Das ist damit gemeint. Wir wissen aus der Bibel, dass nur Gott allein angebetet werden darf, auch kein Engel und auch kein Mensch. Und wir wissen auch, dass Maria nicht heilig war, sondern auch sündig, wie alle anderen Menschen auch, aber dass sie Gnade gefunden hat als gläubige, rechtschaffende Frau. Und das dürfen wir hervorheben. Preisen heißt hervorheben. Wir dürfen Maria respektieren und auch ihren Glauben hervorheben und uns mit ihr freuen und auch sie quasi beglückwünschen für das, dass sie Anteil haben darf an diesem Heilsplan Gottes. Mehr ist damit nicht gemeint. Das ist keine Aufforderung, Maria anzubeten oder zu verehren, denn sie selbst tut es nicht. Sie stellt nicht sich selbst im Vordergrund, sondern den lebendigen Gott und Jesus Christus, der gekommen ist, um uns zu retten.